Liebe Zuschauer, heute wollen wir Ihnen eine ganze Band vorstellen. Stellvertretend dafür ist heute Stefan Krehe da von der Band Six. Denn es gibt was zu feiern. Stefan, 20 Jahre gibt es euch jetzt schon. Sei mal ehrlich, 20 Jahre, ist das absolute Routine oder ist das immer noch so cool wie am Anfang? Wenn es Routine werden würde, würde es keinen Spaß mehr machen. Ja, Routine killt jeden Spaß und es ist in keinem Fall Routine. Rock'n'Roll ist kein Zuckerschlecken und hat immer wieder neue Herausforderungen. Und damit auch wieder neuen Spaß. Ja, du heizt richtig ein, willst, dass die Leute mitmachen, mitsingen. Ist da jedes Publikum anders? Wie kriegst du das Publikum? Das eigenartige Publikum ist erstmal gleich, aber trotzdem immer wieder auch anders. Also du hast so erstmal in Deutschland ja überall dieselben Medien und damit hast du quasi auch gewisse Voraussetzungen, die ja überall gleich sind. Ob du jetzt da im Allgäu spielst oder in Rostock, ist eigentlich egal. Aber es gibt auch mentale Unterschiede. Also Leute sind dann im Norden Deutschlands zum Beispiel sturer. Ja, und wie sind denn die Cottbusser oder die Lausitzer? Die sind extrem offen. Ja. Und also machen mit oder in welchem Sinne offen? Na, singen mit? Ja, sie interessieren sich einfach für die Band, für Musik. Denen kannst du auch neue Songs vorspielen, eigene Songs als möglich. Die wollen sowohl Party, aber die interessieren sich eben auch wirklich für Musik. Und die sind von vornherein. Das Konzert geht los und der Cottbusser ist einfach schon gut drauf. Und bei eurer Jubiläumstour habt ihr ja ganz viele Stops, unter anderem auch in Cottbus. Mhm. Und da gibt es die Jubiläumstour, das Jubiläumskonzert in der alten Chemiefabrik mit Überraschungsgästen. Steht schön auf dem Konzert drauf. Was heißt das? Was erwartet die Leute? Naja, wir sind ja nun seit 20 Jahren am Start und da gab es dann immer so Phasen, in denen wir begleitet wurden von anderen Musikern, die so ihren Stempel der Band damals aufgesetzt haben. Und es werden so aus vergangenen Zeiten so mehrere Musiker mal vorbeikommen und mit uns da feiern. Und ja, wir schauen uns jetzt mal an, wie Six die Bühne rocken. Six hat es von der Coverband zur Brandenburger Rockgröße geschafft. Und jetzt bin ich hier. Tausende Konzerte und Fans. Wo Six auftaucht, ist Stimmung. Die Band heizt ein, begeistert Massen und ihre Songs sind absolute Ohrwürmer. Ja, man hat es gehört, das Publikum ist absolut mit dabei, singt mit, Partystimmung pur im Saal. Vor allem bei Geiler ist es hier, was wir gerade als letztes gehört haben. Ja, eine Osthymne, auch ein sehr persönlicher Text. Ja, warum habt ihr es geschrieben? Was wollt ihr denn damit zeigen? Uns hat es, es gab eine Zeit, die ist so 5 Jahre her und zur Jahrtausendwende war es auch extrem, dass also Leute unser Land eben verlassen hatten, weil es gab keine Lehrstellen oder keine Arbeitsstellen und jeder, der 18 war, hat irgendwie dem Land in den Rücken gekehrt und dann hatten wir so ein Schlüsselerlebnis in Österreich und haben da jede Menge Ossis getroffen, freuten uns erst, weil wir dachten, die sind unsere Helfern, aber haben sich dann letztendlich ausgegeben als Leute, die quasi ihr Land verlassen haben, um da unten eben in Österreich ihre neue Heimat zu finden. Und von vielen von denen weiß ich auch, dass sie dann den Song dann auch für sich benutzt haben und den dann in der Ferne oft gehört haben, sich dann an die Heimat zurückerinnert haben und letztendlich. Eben, weil Heimat bleibt ja Heimat, ne? Heimat, also Heimat, egal, wo man. Egal. Geht. Deshalb ist der Song eigentlich auch nicht wirklich eine Osthymne, ist eigentlich, den kannst du im Ruhrgebiet genauso singen. Denn die haben die ähnlichen Probleme, die wandern da auch aus und Heimat bleibt Heimat und viele Leute haben sich dann dem Song eben angenommen und die sehe ich jetzt wieder hier. Aber warum bleibt ihr denn hier, beziehungsweise warum bleibst du hier? Was vielleicht auch für dich das Schöne hier an der Lausitz? Für mich das Heimatgefühl, ich fühle mich einfach wohl hier. Mit allen Widrigkeiten, die es dann eben auch so gibt, eben gerade mit der Tatsache, dass das Land entvölkert wird oder wurde und überaltert, aber so. Letztendlich sind hier auch meine Wurzeln und ich glaube, ich verstehe auch den Menschen, der hier wohnt, viel besser als woanders. Also ich fühle mich einfach pudelwohl hier in Brandenburg. Und ihr habt hier natürlich auch den musikalischen Erfolg, ne? Also das darf man ja auch nicht kleinreden. Wir haben das Glück, dass wir mit unserem Album in den deutschen Albumcharts aufgetaucht sind, wo also sich alle Welt von Coldplay bis was weiß ich was drin herumwälzt. Und das haben wir geschafft. Obwohl quasi ja nur in Brandenburg bekannt, also in Brandenburg ja nur die CD gekauft wurde. Hätten andere Bundesländer genauso gekauft wie Brandenburg, dann hätten wir uns wahrscheinlich über Top 20 oder Top 10 freuen können. Ja, wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Daran arbeiten wir jetzt, genau. Das ist der nächste Schritt. Wir müssen natürlich sehen, dass wir jetzt überregional irgendwie mal Fuß fassen. Wie macht ihr das? Was ist das nächste Projekt? Also Konzerte?
Ja, sind Konzerte oder zumindest Termine im Gespräch oder werden angedacht mit Pur oder Peter Maffay, aber ich glaube, wenn es uns jetzt endlich gelingen würde, beim Bundeswischen Song Contest mitzumachen, dann das wäre natürlich ein Sprungbrett, wo man mit einem Schlag natürlich auch andere Bundesländer zumindest erstmal einen Namen sich machen könnte. Wir haben uns da schon sind wir schon Zweiter geworden, aber dafür gibt es ja keine Medaille. Ja, aber das muss ja auch mal gesagt werden, ne? Also beworben, Zweiter geworden. Jetzt ihr seid nicht im letzten Jahr nun irgendwie Doreen oder Bärbel oder dort oder wie auch immer die hieß. Doreen, ja. Die also glorreich den letzten Platz für Brandenburg geholt hat. Und ist vielleicht die Zeit, mal zu zeigen, dass es wirklich in Brandenburg eben doch Bands gibt, die vielleicht mehr reißen können. Wir kennen hier, seit 20 Jahren sind wir unterwegs, kennen hier jeden Stein. Also wenn nicht wir für Brandenburg, nicht Brandenburg vertreten könnten, wer dann? Also wir sind Brandenburg. Können die Fans da irgendwas machen, außer Daumen drücken irgendwie bei dieser Entscheidung? Stefan Raab eine Mail schicken. Ja, wenn es so einfach wäre, ne? Na, kann aber wirklich helfen. Ist kein Quatsch, ja. Das war also dann der Aufruf an alle Fans. Schreibt Stefan Raab eine Mail, damit Six für Brandenburg antreten darf. Wäre in unserem 20. Jahr des Bestehens natürlich eine feine Sache, ja. 20 Jahre bestehen Konzert in der alten Chemiefabrik. Und ja, für die Fans gibt es jetzt noch was ganz Besonderes, und zwar eine Verlose. Stefan, sag, worum es geht, was... Können die Fans gewinnen? Ja, also wie machen wir das mit dem, also wie kommen die eigentlich an? Wir wollen Karten verlosen, 2x2 für Leute, die ins Konzert kommen wollen zur alten Chemiefabrik. Müssen die anrufen? Oder ganz einfach, genau. Wer ins Konzert möchte, 2x2 Karten gibt es zu gewinnen unter der eingeblendeten Telefonnummer. Einmal anrufen, dann bewerben wir, losen aus, und ja, wenn sie gewonnen haben, rufen wir sie dann zurück, dann dürfen sie Stefan Krehl live auf der Bühne sehen. Und er muss natürlich auch noch Blitzfragen beantworten, wie jeder, der hier bei mir zu Gast ist. Das heißt, du darfst jetzt Sätze vervollständigen. 3 Stück sind es, wir fangen einfach mal an. Cottbus ist für mich... eine Stadt, in der ich sogar gerne wohnen würde. Es gibt wenig Städte, die mir so gefallen wie Cottbus. Potsdam zählt noch dazu, und Dresden, das sind so meine Lieblingsstädte. Cottbus ist... schon so oft, wie wir jetzt hier waren, auch so ein Stück Heimat geworden. Als zweite Frage, wofür schlägt dein Herz? Also mein Herz schlägt für? Für das Leben auf der Bühne. Also sollte es mal irgendwann niemanden mehr geben, der mich sehen will, dann höre ich auch auf der Bühne zu gehen. Aber solange es irgendjemanden gibt, der unten steht und der mich sehen will, bin ich auf der Bühne, und wenn ich 90 bin. Und den letzten Satz zu vervollständigen, ich kann nicht leben ohne. Ja, da sind wir wieder beim selben. Nicht ohne den Rock'n'Roll. Rock'n'Roll ist kein Zuckerschlecken, aber ich glaube, das macht es auch aus. Stefan, vielen Dank, dass du hier warst, dass du auch die Fragen jetzt beantwortet hast. Und an Sie, liebe Zuschauer, kommen Sie ins Konzert, in die alte Chemiefabrik, erleben Sie Six live auf der Bühne. Und natürlich gibt es auch eine nächste Folge, einen Sessel für, und da sehen Sie das hier. Zu Gast ist Slady von der Band Do I Smell Cupcakes. Also auch nächstes Mal gibt es wieder den Sessel für eine Band. Stellvertretend kommt der Frontmann zu mir. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Tschüss und bis bald. Gut. Schauen wir uns mal an, was wir da so passiert haben. Ja. Wir sehen im Fernsehen viel besser aus. Wir sind viel farbiger.